Willkommen zurück bei South Park. So, wir müssen... Oh, der ist im Busch. Der ist kacken oder so. Wir sind bei Tonkens Haus. Und heute nicht, Sir. Heute nicht. Bitte verpissen Sie sich oder ich prügel Sie ins Krankenhaus. Ich verprügel dich, bis meine Schicht vorbei ist. Aha. Das ist ein Überfall. Dann... Gucken wir nochmal. Nochmal kriegt ihr mich nicht. Diesmal habe ich Verstärkung. Wachhunde. Zugriff. Kacke. Ich nehme meine Blutprobe. Warte mal. Kann der die erstmal einsauen? Zwei. Ne, die treffe ich nicht alle zwei. Brauchst du irgendwie einen Wachmacher? Dann machen wir das mal so. Ich glaube, die Hunde. Nerv. So. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Und dann diesen hier. Cool, cool. Bringt der Kuhn sie zum Bluten, muss Moskito sich zum Essen sputen. Mann, find der Pause. Sehr schön. Ich arbeite hier. Jetzt haben wir schon mal die blöden Hündchen auf die andere Seite geschoben. Das ist ja auch nicht ganz so schlecht. Nur leider kann ich jetzt nicht hier unten vorgehen, weil der Kuhn, der Dicke, da steht. Das ist aber auch nicht so schlimm. Nehmen wir mal... Warte mal. Wo ist denn der... Geh, glaube ich, mal hier hin. Du kannst gern was Cooles machen. Scheiße. Ich wollte den eigentlich, mal. So. Ich wollte den nämlich außer Gefecht setzen, damit der nicht so darum hampelt jetzt. Bringen wir den mal ein. Du hast gerade einen Gesetzeshüter angegriffen. Das macht nichts. Scheiße, ist mir kalt. Geht's euch genauso? Ich bin drin. Aha. Okay. Er ist dran. Ich treffe gerade gar nichts. Dann mache ich mal ihn hier. Pew, pew. Nicht blinzeln, ich bin kalt. Oh, ist reingehauen. Aua. Der hat gebissen. Drecksvieh. Aber der ist doch schon fast tot. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Der lebt auch nicht mehr lang. Streng dich mal an, Alter. Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken. Oh, das lag falsch. Nee, das ist auch kacke. Die stehen jetzt richtig beschissen. Dann machen wir das mal so. Frissen und weg! So, der ist platt. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! Was war das denn noch? Der Hund, der weggelaufen ist. Oder ich gehe... Dann stehe ich direkt vor ihm, aber dann haut er mir wahrscheinlich eine. Ja, ich mache erst mal das hier. Okay. Hau sie weg, Neuer! Schnapp den! Was ist denn jetzt? What the fuck? Also ich glaube, ich muss mal auf ihn draumhauen. Auf ihm. Der geht mir so auf den Sack. Ich stelle mich nicht genau vor ihn. Kann ich hier? Darf ich ihn auch? Warte mal. Geht's auch schneller? Ich muss die Kinder abholen. Na, ich geh lieber hier hin. Wow, ich bin fast beeindruckt. Fast, aber nur. Ultimativkraft. Gemäß Arbeitsanweisung. Oh, warte mal. Super Force.
Ich bin wieder da, wieder. Und nicht du schon wieder. Oh, wo ist meine antiseptische Nasencreme? Nächstes Mal sage ich euch, was ich vorhatte. Ist klar, Alter. Was würde aus diesen Trotteln Schutt und Asche machen? Ach ja, Zorn des Kalt. Ich treffe den sogar. Cool. Dann. Es gibt krasse Zerbräunungsstreifen. Ja, Ultimate ist bereit. Habe ich schon wieder vergessen gehabt. Zum Glück ist das reißfest. Gleich kommt der Schwarm. Warte mal, hier hinten. Muss ich die eigentlich auch platt machen, oder? Auf jeden Fall kann ich sie schon mal anwidern, oder? Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Ne, ich versuche erstmal ihn da vorne irgendwie. Erinnert mich an die Food Court Unruhen 2014. Scheiße. Ja, machen wir jetzt den Hund platt, oder? Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. So, jetzt ist er wieder dran. Nee, das war falsch. Den da will ich. Platz für den Zorn. Können diese Krallen nicht tiefer schneiden? Doch. Das kann ich merken. Ich war Siebtbester im Online-Kurs. Du bist also geliefert. Siebtbester? Oh Mann. Mach ich jetzt ein Ultimate? Lohnt sich eigentlich gar nicht, oder? Kann ich mir den eigentlich auf einen anderen Kampf aufsparen? Ich weiß es gar nicht. Oh ja, was soll's. Das läuft genau wie geplant. Heute ist mit Riesenbrisen und verstärktem Lasereinschlag zu rechnen. Genau, wollte ich gerade sagen. Wenn ich die anderen jetzt auch noch platt machen muss, dann kann ich ja halt immer noch den. Ja, das ist dann schon mal die Hälfte und die brennen. Nehme ich mal Human Kites. Ich bin Feuer und Schlamm. Ultimate! Ist einer von euch ein freiwilliger Feuerwehrmann? Wow, hier unten liegt noch jemand? Ich gönn mir ein bisschen Blut. Nehmen wir ihn hier. Okay. Ah, scheiß Baumstumpf, Alter. Meine Uniform ist nur geleast. Ach, da ist ein Busch. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Vielleicht geht das durch den Baumstumpf. Hier geht's nicht. Kacke! Das ist doof, das ist richtig doof. Ja, komm, wenn ich überhaupt was mache. Du bist das Krebsgeschwür, ich bin der Kuhn. Ja, das ist jetzt kacke. Kann ich leider nichts machen. Muss ich abbrechen. Vorsicht, heiß! Nimm das, du Penner! Der lebt auch nicht mehr lang. Scheiße. Aber der ist jetzt liegen oder stehen, Einbrecher. Oh Scheiße, jetzt ist er tot. Das ist ja fast nicht so schlimm. Damals in Vietnam. Los geht's, Furzlord! Furzlord! Ach, der geht down. Okay. Endlich ist es vorbei. Meine Hämorrhoiden melden sich. Boah, der schon wieder. Jawohl, ja. Adrenalinüberladung. Ein DNA-Teil. Sehr schön. Hätte zwar besser laufen können, ging aber eigentlich. Komm ich denn? Alles klar.
Ist hier drüben noch irgendwo was? Ne. Okay, dann gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Ein Täschchen. Draußen war es das, glaube ich. Gut. Gehen wir erstmal in die Garage. Scheint wohl nicht so ganz aufzugehen. Dann müssen wir wohl doch mal ins Häuschen. Okay, schnell. Geh ans Telefon, hacke das System und deaktiviere es. Hier Jeff von Wolf Sicherheitstechnik. Alles in Ordnung? Hallo, ja, tut mir leid. Ich wohne hier und kann mich nicht an den Code für den Alarm erinnern. Schon okay, ja? Haben Sie das soll ich machen? Für die Sicherheitsabfrage? Einen Moment, bitte. Alles in Ordnung? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Raus hier! Und von den Drogen. Echt jetzt? What the fuck? Jetzt muss ich wieder da hochlatschen. Ich habe keine Ahnung, was ich da eben machen musste. Ich habe es nämlich ehrlich gesagt gar nicht gelesen. Ich guck mal auf die Karte. Ich wollte mal auf die Karte gucken, danke. Ganz toll. Jetzt muss ich wieder da hocheiern. Geil. Nee, das gehen wir erstmal zu Grabmitts Haus, würde ich sagen. Ist denn hier irgendwo. Ich müsste auch nochmal hinten durch den Wald gehen, weil wegen Katzen und diesem bescheuerten Bild von dem Typen. Mache ich mal eine Runde hier hinten rum. Kann ich vielleicht Big Gales Katze noch abgreifen? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo im Wald die war. Aber sie war hier irgendwo. Die saß auf irgendeinem Ast oder so. Ah, hier. Hab ich gar nicht gesehen, dass ich das umschmeißen kann. In der schlimmsten cool. Superdiabetiker der Welt. Zuckerzorn im Anflug. Mach's kaputt. Jawohl. Ich hab meine Pflicht getan. Nun muss ich gehen. Geht's denn hier eigentlich hin? Täschchen. Irgendwie kommt mir das nicht geheuer vor. Ich dachte, das wären Augen da über dem Baumstamm. Scheint eine Blume zu sein oder so. Lass mich durch. Geht's denn hier hin? Ich glaube, ich auch noch nicht. Downtown. Mephisto, aha. Ich glaube, Mephisto geht's hier. Ja. Mephistos Genlabor. Da kommen wir bestimmt auch noch hin. Komm ich jetzt aber anscheinend noch nicht rein. Muss ich mal gucken, ob ich das... Ja, das ist da, wo ich es vermutet hatte. Genau. Gut, dann gehen wir wieder nach unten. Ich schätze mal, dass wir hier später noch hinkommen.
So. Hier irgendwo die Katze? Oder war die weiter unten? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ah, da kann ich jedenfalls das Bild auf. Scheiße! Da komme ich ja gar nicht dran. Da ist Lava. Oh Mann. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen gemein. Okay. Dann gehen wir jetzt nach unten Richtung Krabnitz Haus. Dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Was ist denn das? Ist da hin? Nö. Ist doch gar nichts. Keine Ahnung, was das sein soll. Wackelt der da rum? Ach, die alte. Ah, hier ist es. Schnellreiseding, sehr schön. Ich habe die Katze zwar nicht gefunden, aber egal. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Ich glaube, die war nämlich hier unten irgendwo, aber da gucken wir später. Da wollte ich hin. Fantastisch. Wir gucken, was Mrs. Cartman von uns will. Gibt es vielleicht mal wieder ein paar neue Quests? Wir sehen uns. Das Sicherheitssystem da oben war mir gerade ein bisschen zu hoch. Mrs. Cartman wieder einen Klempner braucht. Oh, hallo. Hast du deine Krone verloren? Nee. Was wollen Sie denn, Fräulein Cartman? Und, spielst du auch schön mit den Kindern im Viertel? Mein kleiner Eric findet so gern neue Freunde. Ich übrigens auch. Hör mal, ich habe neue Visitenkarten und ich brauche jemanden, der sie in der Stadt verteilt. Ich gebe nämlich Nachhilfe und mache Hausbesuche. Geh zuerst ins Kitas Bar. Wenn du es schaffst, Kunden für mich an Land zu ziehen, dann koche ich dir was super Leckeres. Okay. Jetzt darf ich ihre Visitenkarten verteilen. Ist ja Bombe. Nicht. Okay, wenn ich aber jetzt schon mal hier bin. Gehe ich wieder zu Starks Teich und gucke nach der Katze. Die lässt mir jetzt irgendwie keine Ruhe. Von Nutzen sein? Ich glaube, hier hinten kann man mal gucken. Bitte schön. Doggy. So, Starks Teich. Die alte will nix. Das ist ein Vogelnest, kann ich ja so. Mal schießen. Taubenscheiße. Mm. Sowas braucht man natürlich. Ne, hier war sie nicht. Andere Richtung. Ich habe es mir aber leider nicht gemerkt. Ich weiß nur, dass sie irgendwo oben im Baum auf dem Ast saß. Blödes Vieh. Jetzt bin ich ja wieder hier. Ne, den Baumstamm hatte ich ja schon geguckt. Ich raff's nicht mehr, wo die Katze war. Katzi. Bin ich auch nicht lang gegangen. Die vielleicht hier irgendwo? Hm? Nein, war sie auch nicht. Dann fick dich, Katze. War sie hier? Nee. Machen wir es mal aus. Dann kann sie mich jetzt am Arsch lecken, die Katze.
Ich habe im Moment echt nur noch dieses... so eine Quest mit... Stimmt, Skeeters Bar könnte ich noch. Da oben ist die. Ich bin hier. Da kann ich gleich durch den Wald hochgehen, oder? Machen wir das mal. Nach oben und dann rechts. So ein schöner Waldspaziergang. Oh. Ich sah nicht mal durch, ey. Jetzt aber. Hoffentlich komme ich überhaupt lang. Ich will jetzt echt endlich mal die Scheiße, wo ich mir die Lava da wegmachen kann. Dann habe ich wenigstens keine Hindernisse mehr in der Stadt. Genau. Da oben drauf war ich schon. So, Skeeter. Du bist dieser Selbstjustizler, oder? Hä? Privatunterricht? Ich brauch keinen. Danke. Ja, ich weiß schon, was für Privatunterricht die geben will. Die braucht wieder irgendwelche Gangbang-Kollegen, die kleine Schlampe. Vielleicht Geometrie. Kann ich jetzt mit dir? Selfie? Klar, du hast mich auf eine heiße Idee für Privatunterricht gebracht. Mr. Donovan. Danke dir. Ansonsten geht hier nichts. Oh, er auch noch. Ah, ja, ich könnte eine kleine Erfrischung gebrauchen. Mrs. Cartman arbeitet wieder. Gut, gut, gut. Gut, und jetzt kehre zu Mrs. Cartman zurück. Mhm. Die wollte mir was Leckeres kochen, ich habe es mir gemerkt. Schnellreise hier drüben. Warte mal, hatte Jimbos ganz noch irgendwas im Angebot? Willkommen bei der Waffenschau. Suchst du vielleicht was Spezielles? Ja, zeig mal her. Brauchen wir nicht. Ne, da hat er Bring nichts. Noch mehr Verbrecher zur Strecke, Wunderarsch. Ich wollte mal gucken, ob der noch Kostüme hatte, die ich einkaufen kann, aber... So, hier machen wir einen kleinen Cut wieder. Und als nächstes... Kann ich mir... Guck mal, was... Von Nutzen sein? Guck mal, was Mrs. Cartman uns sagt. Renn lieber schnell! In der nächsten Folge. Bis dann!